So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Bei einer neuen Folge. The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen was geklärt. Mehr Recht, oder mehr schlecht als Recht, so. Mehr Recht als schlecht, das ist auch gut. Und wir sind hier in den Garden Suite 113 gelandet. Und wir werden jetzt mal hier das Gebäude erkunden. Mal gucken, was uns hier drinnen erwartet. Okay. Ich hoffe mal, wir sind hier alleine. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe nicht, dass wir hier wieder Stalker haben oder irgendwelche Klicker oder ja, sonstige Freunde, die uns hier überraschen und sagen, hallo, Ibims, Einslau. Munition, ja, wir haben ordentlich Munition zumindest für das Scharfschützengewehr. Leider bin ich mit dem Controller nicht gerade der beste Scharfschütze. Also ich kann, mein Aim ist da, also mein Aim ist generell nicht so gut. Es geht. Aber mit Controller, nope. Mit Maus und Tastatur ist okay. Ja. Aber Controller, ich bin nicht der Controller-Man. Da ist eher der Stevie, unser Controller-Man. Aber der spielt das Spiel nicht. Deswegen spiele ich das Spiel. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, Werkzeug. Oh ja. Yeah. Apropos Werkzeug. Fällt gerade ein, haben wir jetzt eigentlich mal wieder die Pillen aufgepillt? Also unsere Stats. Staterats, haben wir die verbessert? Oh, mal gucken, wir haben 70 Pillen. Könnten jetzt durchstehen. Du überlebst normalerweise tödlichen Schaden mit geringer Gesundheit und hast eine Möglichkeit zur Flucht. Das nehmen wir. Das nehmen wir, weil ich glaube, spezialisiert oder Spezialist. Ich glaube, das bringt uns vorwärts, wenn wir mehr Leben haben. Ist einfach mal so eine Theorie, die ich habe. Mehr Leben gleich besser. Habe ich hier gerade was gehört? Okay. Kann ich hier rein? Nee. Ja, es ist verschlossen. Von der anderen Seite. Wir müssen leider hier ein Fenster einschlagen, um da reinzukommen. Wie traurig. Aber wahr. Schöner ist, wenn hier das Ding zu ist. Dann gibt es hier wahrscheinlich auch keine Gegner. Falls jemand diesen Zettel findet, meine Frau Page wartet im alten Konferenzzentrum Echo Pike and Convention auf mich, direkt gegenüber vom Pub. Bitte bringen Sie ihr diese Medikamente, sie ist schwanger und könnte ohne sie sterben. Ich dachte, ich schaffe es, aber ich habe zu viel Blut verloren. Ich bin durch den Wald gerannt, habe ein paar Pfiffe gehört und dann steckte ein Pfeil in meiner Seite. Ich habe mich hier versteckt, ich glaube, hier bin ich sicher. Schlimmer kann es ja kaum kommen, oder? Mir wird langsam kalt. Ich habe so viele Medikamente aus dem Krankenhaus geklaut, ich hätte lieber auch ein bisschen Blut mitnehmen sollen. Sorry, schlechter Witz. Meine Frau kann Ihnen sagen, dass ich für meine schlechten Witze bekannt bin. Wenn Sie Paige finden, sagen Sie ihr, dass ich friedlich gestorben bin. Sagen Sie ihr, dass ich hoffe, dass die beiden ein glückliches Leben haben. Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe. Und sagen Sie ihr, dass sie das Kind, wenn es ein Junge wird, nicht nach mir benennen soll. Sie soll den Namen nehmen, den wir ausgesucht haben. Simon Vickers. Ja, Junge, das ist echt, echt schade. Tut mir leid. Ja, das ist... Ich brauch die dringender als du. Das ist kacke. Das ist wirklich... Not so good for everyone. Ja, gut. Jetzt ist die große Frage hier. Gehen wir jetzt nochmal in den Convention Center und gucken, ob die Frau überlebt. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Achso, nee, da kommen wir nicht runter, also müssen wir hier runter springen. Okay. Immer dieses Gestöhne. Jetzt lass mich. Ja, okay. Wir hätten auch die Leiter nehmen können. Wir dachten uns, nein. Oh, hier gibt es nochmal Newton Stuff. That is nice.
Was können wir uns denn jetzt eigentlich noch herstellen? Wir haben doch jetzt wieder Möglichkeiten, wieder Sachen herzustellen. Jetzt ist die Frage der Fragen. Ah, die Explosionspfeile waren schon nice. Aber ich glaube, dass die Dinger für den Silent Kill sind. Sind um einiges besser. Dann machen wir uns erstmal wieder drei Bäumchen. Dann mal los. Ja, da geht's Richtung Hospital. Dann lass uns doch mal Richtung Hospital gehen. Ich glaube, ich passe durch. Ja, ja, also du müsstest jetzt eigentlich locker, easy going, auch mit Rucksack, dich da so ein bisschen durchquetschen können. Bitte, mach das nicht! Verdammt! Isaac plant etwas! Ich verrate es dir! Du hast... Okay. Sie sind voller Sünde. Ich wollte das nicht. Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Ja. Ja. Als ob der nicht getroffen hat. Okay, warte, 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 warte. Wait a second. Halt das Köpfchen nochmal raus. Wo kommst du denn her? Okay, wait, 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 wait. Lass uns doch mal kurz herkämpfen. Nein. Nein. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Und zwar haben wir ja hier ein paar... Befreit sie, damit sie meine Liebe spüren. Was ist denn jetzt los? Kannst du einen Grafikbug? Alter, was ist denn jetzt hier los? The Graphic Glitch or what? Guck mal. Ich bin im Dings versteckt. Oh, lol. Achso, jetzt kommst du von hinten oder was, kleine Mistmalung? Was ist hier? Bisschen was in deinem Nacken. Scheiße. Warte, warte, warte. Ey, wir wollen hier fair spielen. Wir wollen hier fair spielen. Ja? Kann ich jetzt eigentlich einfach hier so durchrennen? Weil manchmal ist ja Rennen geiler als kämpfen. Alter. Hab ich nicht gesagt? Das hat er nicht gesagt. Okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Medizin. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss eigentlich. Jetzt runtergesprungen? Hallo? Die sind beide runter. Der ist auch runter. Okay, cool. Cool, 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 cool. Da ist er.
Komm nochmal raus. Okay, komm du mal her hier. Alter, ich hab dir doch... Also im Kampf bin ich nicht so gut. Scheiße. Also ich wäre wahrscheinlich besser, wenn ich mit Maus und Tastatur spielen könnte. Aber wir können ja mal was machen. Wir können ja mal uns den Spaß erlauben. Uns mal hier was zu... Warte mal. Wir machen uns den Mega-Spaß. Pass mal auf. Wir packen hier was hin. Und... packen hier was hin. Weil dann nehme ich den da auseinander. Wobei, kann ich den eventuell Silent Kill? Der war nicht schlecht. Das war knapp. Sag ich so, wie es ist. Das war sau knapp jetzt. So, irgendwo war da noch einer, oder? Ja, da. Da ist noch einer. Nice. Das war gar nicht so schlecht. Muss ich mal... also... Muss ich mal mich selbst beneißen? Das war ausnahmsweise mal ganz gut sogar. Gehen wir mal weiter gucken. Jetzt haben wir zwar die Bomben da gelegt, was aber völlig in Ordnung ist. Ich lasse sie jetzt mal da auch liegen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Wir legen aus Sicherheitsgründen, glaube ich, hier auch nochmal eine Bombe. Wir müssen hier jetzt wahrscheinlich hier runter. Hinterhalt? Wieso Hinterhalt? Ich habe gar keinen Hinterhalt gemacht. Okay. Das war jetzt auch nicht richtig. Die sind ja anscheinend echt böse in der Überzahl. Böse, böse. Was denn? Verspreche! Schnapp den Wolf! Ich bin kein Wolf, Alter. Wie oft? Ihr habt's nicht gerafft, wa? Ich bin kein Wolf. Gut, wir müssen hier mehr Taktik anwenden. Ist jetzt hier einer hochgeklettert? Nee. Ha! Ich dachte, ich habe jetzt gerade jemanden gehört. Aber ich weiß ja, dass... da hinten... der denn? Ich höre dich doch. Ich höre dich doch hier rumhantieren, Freundchen. Kleiner Wichser, Alter. Ja, da hast du dir gedacht, wa? Das hast du dir jetzt so gedacht.
Eieiei, so, jetzt habe ich auch mein Backup komplett verbraten. Oh, Scheiße. Ausschwärmen. An dem Auto! Ja? Hallo? Wo bist du? Aua! Was ist denn da, Alter? Okay, warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist, was ich hier mache. I hope so. Versuche mich jetzt erstmal hier zu verstecken. I don't have a chance. Ich muss wirklich sagen, das ist tricky. Aber jetzt war nicht viel dazu gesagt, aber das ist tricky. Und ich glaube, wir werden die Folge jetzt für heute erstmal hier beenden. Ich weiß, ist kacke, weil wir diesen Abschnitt nicht schaffen werden. Aber ich muss mir hier eine Taktik, eine andere, einfallen lassen. Dementsprechend hoffe ich dennoch, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen in der Action zuzuschauen. Ich habe, wie gesagt, leider nicht so viel kommentiert, weil ich mich hart konzentriert habe. Aber auch das hat nichts gebracht. Dementsprechend, ja, schade. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und kommentiert gerne irgendwie. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.